So, Urlaub ist rum, ich bin wieder da, es geht weiter. Plan für heute. Wir müssen ein bisschen Zeug herstellen. Inventar hatte ich ja aufgeräumt soweit, das sah ja ganz gut aus. Aber wir waren ja nicht ohne Grund in der Höhle. Wir haben ja hier ein bisschen gesammelt. Kurz irritiert. Eisen haben wir gesammelt. Hier, Eisen. Eisenklumpen. Zack. Dann machen wir uns nämlich ein paar schöne Formen draus und dann machen wir noch ein paar mehr Mesekristalle und werden hier mal ein bisschen Zeug los. Das heißt, ich nehme das mal mit. Ich nehme das mal mit. Das hier. Und ein Stack Cobblestone. Ja, kannst du immer mal gebrauchen. Guck mal hier, da machen wir uns gleich mal so ein bisschen. Zack. So, 32. Das heißt. Oh. Oh, zu viele. Ups. kriegt man da nicht auch wieder. Genau, zwei waren das, ne? Und dann kriegst du nämlich bisschen Cobblestone zurück. Guck mal hier, 30. 32. Und einer bleibt über. Na gut. Wir können ja hier eigentlich noch einen von mitnehmen. So. Da haben wir nämlich 33, 33. Zack. Und dann haben wir 42. Ah, 42 mal. Gut. Das lassen wir dann brennen. Und dann gucken wir mal währenddessen, was wir denn sonst noch Schönes machen können. Schön. Einfach nur schön. Höhle, ich wollte ganz kurz nochmal. Hier unten 2700. Wir brauchen noch ein bisschen. Die coolen Sachen sind bei minus 5000. Da geht es dann nochmal ordentlich los irgendwo. Also, letztes Mal nichts gefunden, weil ist einfach so. Guck mal hier, machen wir hier Eisen rein. Schon immer gemacht? War das schon immer, dass der Geräusche gemacht hat? Ich meine, das ist geil. Ohne Frage. Aber das ist doch nicht original, oder? Das Geräusch ist auch an dem Node dran. Und oben in der Ecke, da zeigt er auch an, Brennstoff und was er brennt. Oder dass er was brennt. Das ist cool. Ist mir nie aufgefallen. Ist das neu? Okay. Gut. Lassen wir das mal vor sich hinbrennen. Die Dinger machen natürlich alle keine Geräusche. Jetzt geht nämlich der Scheiß hier los. Oh. Oh. Ich glaube, da muss ich meine Mutter noch mal wieder fixen. Machen wir was anderes. Ist kein Problem. Wir haben so viele Optionen, die wir machen können. Und zum nächsten Mal gucke ich mal, dass ich die Mutter in Ordnung bringe. Wir haben ja hier unten noch Dinge zu tun. Wir haben ja hier ein paar Teile genutzt. Ich muss mich kurz umorientieren. Wir hatten noch so viele Röhren, oder habe ich die drüben abgelegt? Ich glaube, die hätte ich drüben abgelegt. Upsala, schnell mal rübergehen. So, ab ins Herrenhaus. Zack. Kann man nämlich da gleich mal. Schauen wir mal, ob die wachsen. Die haben wir doch bestimmt hier irgendwo reingeschmissen. Ah, guck mal hier. Hier sind nämlich unsere Röhren. Hier ist ein bisschen Mese. Wir brauchen. Ja, was brauchen wir eigentlich? Mesekorn brauchen wir. Okay, das können wir machen. Dann nehmen wir mal von mit. Wir müssen dann in den Injektor machen. Oder mehrere sogar. Was ist das hier eigentlich? Self-Contained Injector. Also quasi eine Kiste mit Injektor drin, oder was?
Ja, nee, ist klar. Das Rezept ist einfacher. Okay. Das heißt, warte, wir haben doch alles. So, ne? Genau. Davor dann Papier. Papier haben wir natürlich nicht, ne? Das heißt, wir müssen mal eben an unsere Farm gehen. Du, hey. Jo, Junge. Wir gehen mal eben an unsere Farm und holen uns mal ein bisschen Papier, würde ich sagen. Au. So. So, damit haben wir dann auch Papier geholt. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ah. So war das. Und es wächst schon wieder nach, meine Güte. So, dann haben wir ein bisschen Papier. Dann brauchen wir einen Meseblock. Meseblock können wir doch bestimmt auch irgendwo rumfliegen. Gucken wir mal. Sonst machen wir uns schnell ein, ist auch kein Problem. Wir machen uns ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ne? Dann machen wir schnell mal so, zack. Und dann machen wir zack. Und dann machen wir zack. Und dann machen wir genau. Stock. Und dann machen wir Eisenpopeisen. Und dann gucken wir, was falsch gelaufen ist. Eisen. Eisen. Kunststoff. Ups, das ist gar kein Papier, das ist Kunststoff. Und Kunststoff haben wir natürlich noch. Also hier Kunststoff, zack. So. Zack, zack. Dann haben wir zwei. Wir brauchen mehr als zwei. Wir brauchen. Ich mache einfach mal noch ein. Also zwei. Erstmal Mese holen. Komm. Machen wir hier mal komplett. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Dab, 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 dab. Im Zweifelsfall können wir uns da wieder zurückcraften, also von daher. Aber dann machen wir einmal eben alles. Oder auch nicht. So, das ist zurück. So, dann. Hier in Anführungszeichen davor. So. Ja. Jetzt habe ich tatsächlich Papier davor gelegt, ich Idiot, ne? Es sieht aber auch sehr ähnlich aus. Also eins nach da, ne? So. Wir machen einfach auf Vorrat. 8. Brauchen wir 8? Ach komm. Wir machen einfach nochmal so viel, bis wir keine Meseblöcke mehr haben. So. Im Zweifelsfall tun wir sie halt wieder weg. Na, ist auch kein Problem. Und das Papier. Naja, gut. Dann brauchen wir. Ja, gut, Mese, das haben wir. Die nehmen wir mal mit. Da machen wir mal Dings draus hier. Ach, hier ist ja kein Ofen mehr. Der ist ja nun weg. Der ist ja nun weg. So. So. Der ist inzwischen auch durchgelaufen hier, sehr gut. Kann man den mal hier rein tun? Und hier in den tun wir die hier. Nee, nein. Wir tun die hier rein. Stereo. So, 18. Der ist auch durch. Kann man den hier mal reintun. Einfach so, zack. Den nehmen.
Warte mal. Ach, das ist irritierend, irritierend. So. Dann müssen wir hier nämlich einmal rein. Ich habe natürlich keine Axt dabei. Dann machen wir nämlich hier mal das Wasser weg. So, hat ja gut geklappt. Auf der Seite auch. So. So, diese Wasserdinger hier, nee, mit Schwert ging das, genau. Die Wasserteile, es ist so temporär noch erstmal, ne? Wir haben ja hinten den Strom noch nicht. Dafür machen wir uns jetzt erstmal Maschinen. So. Und dann kommen wir nämlich schön, jetzt brauche ich mir vielleicht doch eine Axt. Na gut, egal. Wir gehen mal schnell hoch und holen uns mal eine Axt. Oh, Junge, 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 Junge. So. Haben wir irgendwas Gutes, woraus wir eine Axt machen können? Nein, haben wir natürlich nicht. Oh, die sind auch alle verarbeitet. Gut, okay. Dann. Machen wir uns einfach schön eine gute Stahlaxt. So. Zack, zack. Können wir nämlich da unten den Zaun wegholen und dann können wir da mal so ein bisschen aufbauen. Man kann das Ganze auch kompakt bauen. Ich baue es erstmal ein bisschen ausgebreitet. Einfach so, weil es geht. Na, wir haben ja den Platz und so viel. Wir brauchen es ja eigentlich tatsächlich zumindest diese, diese Maschinenstraße, sag ich mal, die Craftingstraße brauchen wir ja nur einmal letztendlich. Kann ja mit mehreren Materialien funktionieren, das ist ja kein Problem. Vorher und hinterher muss halt gefiltert werden, das ist klar. Aber wir können auf jeden Fall das Ganze einmal bauen. Da kann man dann auch ruhig ein bisschen Platz für gebrauchen. Macht das Ganze ein bisschen schöner, übersichtlicher und leichter wartbar, falls mal was nicht funktionieren sollte. Wobei das, was ich bauen will, das funktioniert tatsächlich auch auf Servern im Internet, sage ich mal, also auch mit schlechterem Ping. Das funktioniert tatsächlich alles ganz gut. Ja, das heißt so, Kiste, Kiste. Ja. Da ist eine Kiste für den... Ich muss kurz überlegen, was wir alles brauchen eigentlich. So, Kiste, Injektor, Ding durch die Pipe durch, da rein. Geht in die Kiste. Das ist der erste. Das heißt, wir haben Kiste, Injektor, dann haben wir da raus, Ausgang, Kiste. Ne? Ja. Drei Kisten brauchen wir. So. So, okay. Dann. Wir machen es erstmal so, dass wir eine Kiste haben, wo wir Sachen reinschmeißen einfach. So. Das geht einfach, das ist einfach nur eine Einlaufkiste. Später ist das dann von oben irgendwie eine andere Kiste, wo das dann reingedingst wird. Aber erstmal machen wir das jetzt so. Dann brauchen wir den Injektor dahinter. Andersrum, ne? Das heißt, wir machen uns einen schönen Schraubendreher. So. So rum. Der zieht es raus. Das Ganze geht in eine Röhre. Bisschen eng, ne? Naja, gut. So, ergibt gleich Sinn, keine Sorge. Dann brauchen wir eine One-Way. Die hießen doch One-Way, oder nicht? Adjustable, Sorting, Pneumatik, Teleporting, High Priority. One way, okay, gut mit Leerzeichen. Okay. Jetzt haben wir natürlich keine Mesekristalle mehr, ne? Doch, oben haben wir noch einen. Geil. Der Plan war ja ein anderer, ne? Der Plan war ja ein anderer. Ein
Wollte gerade sagen, habe ich da irgendwas hingeschmissen? Chiki-chiki! ja. So. Dann nehmen wir nämlich hier Kunststoff. Idiot! Idiot! Wobei, ich weiß auch nicht, was ich da falsch gemacht habe. Ich habe alles richtig gemacht. So. Immerhin ist sie nicht abgestürzt. So. Da kriegen wir auch zwei raus. Muss man schauen, ob das reicht. Wobei wir an der Stelle die eigentlich noch gar nicht brauchen. Naja, ich mache sie trotzdem mal. Zack. So, weil die Sache ist nämlich, das Ganze hier, es geht ja in die Maschine rein. Und das Problem ist, wenn die Maschine voll ist, dann würde das zurücklaufen. Und wir brauchen es doch. Ich war nur an der falschen Stelle. So rum nämlich. Nein, nicht so rum. An der Strom, an der Strom. So rum. Es soll nämlich nicht zurück in den Injektor laufen, sondern es soll dann im Zweifelsfall ganz einfach hier abzweigen und zurück in die Kiste laufen. Jetzt ist natürlich dann, es kann durchaus sein, dass hier meine Materialien auch wieder in die Kiste gehen, aber die werden ja direkt wieder rausgepumpt und laufen dann hier dann im nächsten Durchgang hier einfach dann geradeaus weiter. Allerdings, wenn jetzt Materialien von welches Werkzeug brauchen wir? Wir sollten das Ganze übrigens irgendwie eins höher legen, habe ich das Gefühl, weil wir von unten mit Strom drin müssen. Ja. Kurz mal so. Also, zack. Nein. Nein. So. Genau. Also, kommt hier raus. Kommt hier raus. Jetzt haben wir es. Hier ist die One-Way-Tube. In die andere Richtung. So. Kann halt hier leider nicht andocken. Ne? Das heißt, man müsste hier einfach ein zurückgehen. So. So. Also, es kommt hier raus, geht dann hier in die Maschine rein. Und zwar in den Grinder. Der grindet das nämlich dann auf. So, nachdem es dann im Grinder war, brauchen wir wieder einen hiervon. Drehen den um. Wird es aus dem Grinder rausgezogen. Und zwar erstmal in eine Kiste. Ihr braucht keine Röhre dazwischen, das geht so. Aus der Kiste wird es auch wieder rausgezogen. Ja, die Kiste ist einfach der Zwischenspeicher, also als Puffer. Für den Fall, dass danach die Maschine dann eben voll ist. Das heißt, wir machen hier hier. Nein. Also nicht den an der Stelle, ja, aber nicht das Gerät. Da machen wir den Ofen hin. Den wir uns jetzt mal eben holen. Beziehungsweise, wenn der nicht zu kompliziert ist, MV machen wir über MV? Ja, wir machen über MV. Fick dich, ey. ja. Der hat kein Rezept. Das Problem hat man doch schon mal gehabt, dass das nicht ging, irgendwie mit dem beknackten Ofen. Wir gehen mal eben rüber und gucken mal, was wir da so stehen haben. So. Weil die Straße wollte ich eigentlich gerne nur noch fertig bauen. Tschicki, tschicki, tschicki! so. Natürlich gleich dran vorbeigelaufen. Was ist das hier für ein Ofen? Guck mal hier, da steht doch ein schöner Furnace. Wollen wir den nicht einfach nehmen? Das ist ein LV-Furnace.
funktioniert mit dem doch genauso. Es ist, eigentlich ist es egal, was wir da für einen Ofen benutzen. Guck mal hier, damit das schön aussieht. So. Ja, stelle ich irgendwann mal wieder hin. Es ist auch nicht weiter tragisch. Den brauchen wir jetzt aber mal. Ich hoffe nur, ich habe das noch alles richtig in Erinnerung. Nicht, dass das nachher irgendwie scheiße läuft. So, also da wird es dann wieder rausgezogen. Dann muss dazwischen... kriegt man die von vorne? Von vorne kriegt man die nicht angeschlossen, okay. Dazwischen... Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier ist sie. Kommt nämlich wieder als Puffer. Kann man auch direkt hier anschließen. So, ist egal. Ja, zack, zack, zack. Zack, zack. Läuft es dann quasi da nämlich wieder rein, wenn es hier aus in die Maschine, also in den Ofen nicht reinpasst. Es kann ja nämlich durchaus passieren, dass man den Ofen nicht ansteuern kann. Wieso kann man denn diesen geknackten Ofen hier nicht ansteuern? Wo kriegt man den denn angesteuert? Vorne nicht. Seitlich nicht. Hinten nicht. Da nicht. Oben nicht. Ach, den kriegst du wahrscheinlich gar nicht angesteuert. Das heißt, wir brauchen tatsächlich ein LV-Ofen. Aber jetzt haben wir zumindest hier den schon mal da als Gerät fürs Craften gleich. Und nun brauchen wir dann doch mal jenen hier. Da kann man nämlich hier gleich schon mal reinlegen für die nächste Runde. So. Genau, jetzt machen wir nämlich zuerst den und dann machen wir den. Das heißt, wir müssen unser Inventar mal gleich ein bisschen irgendwie bereinigen. Wir haben ja ein bisschen Zeug mit dabei, was wir nicht mehr brauchen. Unter anderem die ganzen Zäune hier. Wieso haben wir eigentlich so viele Zäune? Es ist, naja. So, die Maschinen brauchen wir gleich hier. Das kommt hier mal zusammen. Die Fackeln. Fackeln sind auch Werkzeuge, oder? So, das. Ich mag diese Technikrezepte nicht. Ich bleib dabei, das ist doof. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Da, dam, dam, dam. Dam, 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 dam.
Und das Starkstromkabel, genau. So. Und an dem kannst du doch jetzt hier die Röhren anschließen, oder? Ja, genau. Gut, es wird nicht angezeigt, weil das Texturenpack das einfach nicht macht. Das ist halt einfach so, aber das ist nicht weiter schlimm. Sieht ja auch so ganz hübsch aus. Und diese komischen Löcher hier, die finde ich eh nicht so doll. So. Jetzt gehen wir nämlich rüber und dann kann man nämlich endlich das weitermachen, was ich gerade eben schon so gut angefangen habe. Oh, halbe Stunde ist übrigens schon rum. Haben wir richtig was geschafft heute. Meine Güte. Also. Zack. Es wird hier rausgezogen, geht hier durch, geht dann hier rein. Für, es kann auch hier oben rumgehen und ne, es wird wieder rausgepumpt. Es ist nicht schlimm, es ist halt so. Also es geht dann rein, es geht dann in den Ofen, wird im Ofen gebrannt. Wenn es im Ofen gebrannt wurde, dann wird es wieder rausgezogen und geht zurück in eine Kiste, die wir hier irgendwo hinstellen müssten. Wir stellen sie erstmal hier hinten hin. Tatsächlich eine Kiste zu... Ah ne, eine Kiste habe ich benutzt. Eine Kiste habe ich ja benutzt. So, zack. Und zack. Dann drehen wir den wieder um. Dann können wir eigentlich... Wir machen sie jetzt so, also es ist... Die Kiste kannst du auch direkt dran machen. Das ist auch kein Problem. Das funktioniert genauso. Wir machen das hier nur mal so dazwischen, weil die Kiste soll ja so nicht bleiben. Der Kram hier hinten, der kann so bleiben. Das ist kein Problem. Hier der Eingang muss halt ein anderer sein, aber hier hinten, das ist halt alles, das ist halt so. Na, das funktioniert dann schon. Würde dann hier eben Richtung Lager gehen, würde dann hier nochmal gefiltert werden vorher irgendwo, dass ja, das weiter bearbeitet wird und da muss man dann halt schauen. Ja. So, jetzt verkabeln wir das Ganze und zwar verkabeln wir hier mit Strom einmal an die Geräte dran. Wir haben zwei Geräte, die Strom brauchen. So. Dann ziehen wir den Strom hier hinten an. Ja, gut. Das ist echt alles gewesen. Müssen wir gleich mal gucken. Dann machen wir Mese. Mese machen wir daran. Daran. Daran, weil die natürlich arbeiten, die Geräte. Dann machen wir eine Blinky Plant. Für den Betrieb. Setzlinge und Mese drüber. Setzlinge müssten wir eigentlich haben. Wir haben ja eine Baumfarm, in der Setzlinge entstehen können. Hat man, glaube ich, auch nur irgendeine Kiste drin, oder? Nein. Aber da haben wir noch eine Blinky Plant. So. Nehmen wir die. Funktioniert genauso. Ja. Zack. Die triggert jetzt jedes Mal hier eben quasi diese Injektor-Dinger und wenn da jetzt was drin ist, kann man hier eigentlich was reintun. Ja. Es wird halt rausgedingst. Landet hier. Wird rausgezogen. Geht weiter. Geht in den Ofen. Wenn das Ding jetzt brennen würde und irgendwas brennbar machen würde, dann würde das dann hier reinwandern. Wird hier rausgezogen, landet in der Kiste. Warum das Ganze? Ganz einfach. Die Erze, die Roherze, wenn man die grindet, geben die zweimal Pulver. Einmal Pulver gibt einen Barren. Verstehst du, ne? So, jetzt müssen wir nur noch den Strom wieder anschließen. Das heißt, wir brauchen wieder ein bisschen... drüben haben wir wahrscheinlich noch. Hatten wir echt nur so wenig gehabt? Nee, wir hatten doch mehr gehabt, oder? Wir hatten doch mehr gehabt. Sonst müssen wir mal eben gucken. Ich will doch einfach nur dieses Kabel herstellen. Mach's doch nicht so schwierig. Achso. Rubber, Fiber und LV-Kabel. Kriegen wir hin.
Schade, ich dachte, da wäre noch was. Gucken wir hier mal. Ja, guck mal hier, wir haben sogar noch Kabel da. Hatte ich die weggelegt? Ich hatte die, glaube ich, weggelegt, ne? So, dann brauchen wir zuallererst mal einen neuen Eimer. Aber ohne Eimer kann ich nicht leben. Na, also, der Eimer muss immer dabei sein. Das ist Grundnahrungsmittel. Zaun brauchen wir dann auch nochmal wieder, ne? Wir machen ja unsere temporäre... Die muss auch... Ne, wir nehmen mal ein bisschen mit. Einfach um zu testen, ob es denn funktioniert. So, einmal an die Zeugskiste. Wir nehmen mit... Eisen. Wir nehmen mal 10 Eisen mit. Das heißt, da müssten wir am Ende dann 20 Eisenbarren rauskriegen. Jetzt habe ich den Zaun vergessen, ne? Guck mal, hier haben wir noch Zaun. So. Dann machen wir nämlich hier mal schön einmal. Ah, so super viel haben wir da auch nicht von, ne? Bauen uns mal unsere temporäre... Was bräuchten wir denn theoretisch? Switching Station. Kommt hier hinten mit in die Ecke. So, dann sagen wir ihm, er soll arbeiten. Dann sagen wir ihm, hier soll arbeiten. So, die sollen beide arbeiten. Das heißt, sie müssten jetzt beide irgendein Demand anmelden. 2600. Das heißt, ich brauche 2600 mindestens an Strom. Okay. So, raus hier. Raus hier. Dann Hydrogenerator. Hatten wir da nur zwei von? Die würden ja generieren, wenn sie von... Wir machen das mal bis hier hinten einfach. Aber besser wäre natürlich, wenn die von beiden Seiten irgendwie umflossen werden. Also von einer Seite umflossen ist halt irgendwie langweilig. Wir brauchen hier doch ein bisschen... Was kriegen wir eigentlich, wenn wir das jetzt hier einfach so machen? ...64... ...2300 waren das, oder waren das 2600? Was hatte ich gesagt? Ich bin auch so ein Idiot, ne? Also nochmal rein. Nochmal rein. ...2600 will er haben. ...2300 reichen da natürlich nicht. Das heißt, wir müssen doch mal gucken, dass wir... Hallo? Wasser? Bitte? Wasser? Danke? Dass wir dann doch mal irgendwie das ordentlich machen wieder. Ja. Dann stellen wir hin. Einmal hier, einmal hier. Hat vor allem den Vorteil, man kommt noch an die Kisten dran. Das ist auch ganz gut.
Ist nur temporär, keine Sorge, das bleibt nicht so. Und wenn wir jetzt... werden sie nämlich von mehr Seiten umströmt. 44, die hatten gerade eben weniger gehabt, ne? 1700, das ist sogar weniger als... ups, sogar weniger als vorher. Warum ist das weniger als vorher? Darf ich hier bitte... darf ich bitte mein Wasser haben? Danke. So. Was ist das denn für eine Kacke, dass man Wasser... Nee. Ja, guck mal, jetzt haben sie Effizienz ohne Ende. Jetzt müssten sie auch nämlich genug Strom liefern. Ja, guck mal hier. Dicke liefern sie genug Strom jetzt hier. Oh. Nom, nom, nom. Kann man nämlich hier auch zumachen. Dass da keiner reinfällt. So. Nicht sehr schön, aber funktioniert. Das bedeutet, wir machen mal hier den Test. Zack. So. Müsste natürlich dann die auch angeschlossen sein. Achtung. So. Und jetzt? Da kommt das Deck. Da geht das Deck rein. Das Ding springt an. Grindet. Das Ding springt. Zieht rein. Das Ding springt an. Zieht raus. Da kommt's. Das Ding springt an und macht ein. Siehste? 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 Und hier hinten kommt der Eisen raus. Chicky, chicky, chicky. So, 20, alle durch. Funktioniert. 1-9-3. Jetzt kommt da nämlich ganz viel Zeugs rein und hinten kommt da ganz viel brauchbares Zeugs raus. Was man natürlich noch machen kann. Mieselampe. Was mir übrigens aufgefallen ist, ganz geil. Ich weiß nicht, ob das mit einem Update kam oder einfach so funktioniert. Mieselampe Treppe, ne? Miese, Lampe, Treppe. Erfindet sie. Apfelbaumsetzling. Erfindet ihn. Also anscheinend, ich weiß nicht, was genau dafür gesorgt hat, dass das funktioniert mit dem Suchen, aber es gefällt mir, es ist gut. Das heißt, man kann auch nach Tür suchen und findet alles mit Tür. Also ganz viel türkise Farbe. Yay! Ne? Weißt du Bescheid? Ja, muss ich mal gucken, ob ich mich da so dran gewöhnen kann. Vor allem... ja, die Rüstung ist bald hin, gut. Vor allem, ob das mit allen Dingen funktioniert. So, also das Ding arbeitet munter vor sich hin. Worauf ich aber hinaus wollte... Lampe, 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 Lampe. Lampe. Aber die hieß nicht Lampe, die hieß anders, ne? Mesekon Lamp. Hieß die Glow? Nein, das hieß auch nicht Glow, das hieß Light, oder? Das Ding meine ich hier. Den Lightstone. Das heißt, wir machen uns mal schön Lightstone. Wahrscheinlich immer der Farbstoff, genau. Locum. Ich bin dumm, ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal, was wir für einen Farbstoff zu Hause haben. Dann haben wir nämlich schön noch einen Indikator, den wir nutzen können als Beweis dafür, dass das Gerät trotzdem weiterhin funktioniert, auch wenn man nicht in der Nähe steht. Farbstoff? Farbstoff ist doch bestimmt hier irgendwo. Guck mal, hier machen wir Türkis. Da-da-da. Machen wir zack. Dann. Dann. Und eine Fackel noch rein. Fackeln haben wir ja hier abgelegt. Können wir die auch wieder rausnehmen. So.
So. Dann räume ich kurz mal auf. Cobblestone weg. Zack. Steinzeug habe ich keins. Das kommt hier wieder rein. Das kommt auch erstmal wieder rein. Das brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir noch. Eisen kommt hier mit rein. Eisen, das kommt hier mit rein. Platten. Kunststoffplatte. Kunststoffplatte? Papier. Ja, ich baue einen Idiot. Ne? Mit dem Papier und Kunststoffplatte, also irgendwie ist das für mich gleich. Kunststoffplatte! Ach, finde ich gut, dass es funktioniert. Habe ich durch Zufall gefunden. Aber läuft. So, ganz ehrlich, was wir jetzt mal machen. Gehen wir eben hier unten an die. An das Loch. Oh, und springen rein. Hm, sehr gut. Und gucken mal, dass wir eben einfach mal ein paar Zäune wegschmeißen. So. Ja, genau. Das kriegt man auch nicht abgebaut mit irgendwas, ne? Da muss man hier wieder die Spitzhacke nehmen. So, Deckel drauf und zu. Wir haben so viel Zäune und so viel Zeug, also da kann man auch mal was wegschmeißen. So, der Eimer, der muss gleich noch gefüllt werden. Die Röhren können wir hier lassen, die kommen hier mit dir rein wieder. Das Holz, ja gut, okay, die Erde, ja, Erde. Wieso ist das hier so unordentlich? So. So ist wieder schön. Guck mal hier, Holzzeug, die Stöcker lassen wir hier. Dafür nehmen wir uns einfach so ein bisschen was hiervon mit und das lassen wir auch hier. Ne, das lassen wir nicht hier, das nehmen wir auch mit. Ja, machen wir so rum hier. So, ja, so. Schraubendreher lassen wir hier. Kommt in unsere Schraubendrehersammlung. Die hier nur einmal benutzt. Oh Gott. Sieht doch ganz gut aus. Einmal den Eimer wieder voll machen. Kommt der auch wieder hier unten in die Ecke. So. Da, wo er hingehört. Ganz wichtig. Ich habe natürlich das ganze Zeugs vergessen. Also. Das können wir. Diamanten geht natürlich nicht, das ist klar. Das können wir hoffentlich auch. Papier. Ja, gut. Tun wir mal hier zum restlichen Papier. Und, ja, komm, wir tun es dazu. So. Dann geht es einmal wieder rüber. Ja. Zack. Man könnte das Ganze natürlich auch irgendwie mit einer Pipe machen. Mit einer Detecting Pipe. Siliziumklumpen. Nö. Könnte man dann theoretisch. Das sieht man nämlich jedes Mal, wenn hier was rauskommt, schließt man hier quasi einfach so das Dings an. Und jedes Mal, wenn dann rauskommt, leuchtet das halt einmal auf als Zeichen dafür, dass hier was durchgegangen ist. In dem Fall gucke ich jetzt nicht, wie man Siliziumklumpen macht. Die Folge ist eigentlich schon rum. Das heißt, wir schließen das einfach hiermit an. So. Dann leuchtet es halt einfach mit auf. Ja, ist halt dann einfach so. So, und jetzt
würd's gern ganz genießen. So, dann schmeißen wir nämlich das ganze Zeugs da rein. Ja. Und Feuer frei. Jetzt wird es natürlich rausgezogen. Geht rein. Der ist jetzt belegt. Ja, der ist auch aktiv, der ist jetzt belegt. Und das geht jetzt nämlich hier zurück in die Kiste. Statt hier hin und her zu pendeln oder in den Injector reinzugehen. Weil der jetzt belegt ist und hier natürlich der Durchgang blockiert ist. Und hier natürlich dann auch. Wenn jetzt hier was anderes reinkommen würde als, was haben wir hier, Uranium-Dust. Wenn da jetzt was anderes reinkommen würde und der ist belegt, dann würde das halt zurückgehen und hier wieder in die Kiste gehen, aus der es hier wieder rausgezogen wird. Ohne, dass das hier hin und her pendelt und zu Problemen führt. Und hier hinten kommt die doppelte Menge an Zeug raus, was ich vorne reingetan habe. Ja. Und ab und an kann es mal passieren, auch wenn es hier nichts drin ist, dass das hier einfach einmal zurückgeht, dann geht es halt hier wieder rein. Wie gesagt, das ist nicht weiter tragisch, das ist dann halt so. Und das ist tatsächlich so in der Form, wie es jetzt hier schon steht, so die erste Arbeitsstraße, sag ich mal, von dem, wofür dieser Raum hier eigentlich mal gedacht war. Hier kommen noch dann später irgendwie eine Sortierfunktion rein, nach der Kiste hier. Da geht es dann quasi zurück, da wird geguckt, ist das etwas, woraus man einen Block machen kann. Also Eisenblock, Meseblock, in dem Fall nicht, aber Eisenblock halt. Und geht dann zurück, da geht dann Autocrafter, der macht dann einen Eisenblock. Und der geht dann eben weiter. Ja, und da brauche ich halt mehrere Autocrafter. Gucken, wie ich die dann hintereinander schalte, mit dem Filter unten drunter jedes Mal. Und dann läuft das hier eben. Hier kommt es dann mit einer Pipe raus. Die sortiert dann eben Blöcke, 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 Blöcke. Hier geht's rum. Dann geht es hier nämlich in die Autocrafter. Und unter den Autocraftern ist jedes Mal einmal, ist das der Block, ist das der Block, ist das der Block, ist das der Block. Weil der natürlich irgendwie, der Autocrafter nur ein bestimmtes Material halt jedes Mal nutzen kann. Also der craftet halt und da hinterlegt man quasi ein Rezept, was man haben will und alles, was im Material reinkommt, geht dann rein. Und wenn genug Material für das Rezept da ist, dann craftet er das automatisch und gibt das in Ausgabeschacht wie ein Ofen quasi, nur eben mit einem Crafting-Rezept. Und das ist dann eben, was dann hier weiter läuft und dann weitergeführt wird. Und dann kommt es hinten rum und dann geht es ins Lager rein oder man kann noch was anderes filtern oder man kann die Blöcke vielleicht noch irgendwie was anderes machen. Das muss man mal gucken. So, jetzt hat er hier gleich alle verbrannt. Gucken wir mal, dass er das nächste Mal hier... Der macht hier die ganze Zeit dieses Eisen. Nur der kommt einfach nicht weiter mit seinem Eisen hier. Das geht raus, das geht rein, das Eisen... Das geht raus. Das Eisen geht rein, beziehungsweise jetzt ist das Eisen drin. Genau. Da ist es schon drin gewesen, dann wird es rausgezogen. Dann geht es hier in diesen Puffer rein. Die haben auch... auch einen Puffer? Nein. Ne, also es würde halt hier nicht herpendeln und würde dann irgendwann rauspoppen oder irgendwie kaputt gehen oder nicht mehr funktionieren oder sowas. Und so hat man halt immer schön Puffer dazwischen. Der springt auch immer nur ganz kurz an und ist dann fertig. Und Strom reicht. 2600, 3520 geben die. Das passt soweit. Und hier kommt jetzt Zeug. Zeugs, Zeugs, Zeugs. Endlich funktioniert dieser Scheiß. Das heißt, alle Höhlentouren, die wir jetzt gemacht haben... Guck mal, oh, hier, das ziehe ich mal nach vorne. Das kommt mal hier. Machen wir mal so rum. Das will ich als nächstes haben. Und das hier hinten hin. So. Na, doch, ist er voll. Nee, komm, wir machen das hier mal raus. Ich will... Kommt's? Da kommt's. Ich will das Methril haben. So. So, die kommen wieder rein. Jetzt macht er hier nämlich aus einem Methylklumpen macht er eben zweimal Methylpulver. Und einmal Methylpulver ergibt einmal Methylbarren. Und das ist natürlich Win. Jo. Das rödelt jetzt noch in Ruhe vor sich hin.
Guck mal, wir machen mal wieder hier während der Aufnahme einen Screenshot. Machen wir denn am besten? Guck mal, wollen wir den mit drauf? Ne, den machen wir nicht mit drauf. Machen wir so. Oder machen wir den? Na, machen wir mit drauf, so. So, jetzt müssen wir nur den richtigen Moment abpassen. So. Da ist nämlich sogar noch ein Stückchen, was hier reingegangen ist, mit drauf. 50 Mithrilbarren. 50! Ich würde sagen, das läuft. Und hiernach eben, wie gesagt, Autocrafter-Gedönse und dann geht das Ganze quasi zurück. Theoretisch hätte man es andersrum bauen müssen. Na, weil hier kommt ja irgendwo der Strom her. Das geht hier dann quasi rum. Hier geht das durch diese ganze Autocrafter-Geschichte durch oder halt eben auch nicht, je nachdem, was das für Material ist. Und dann geht es dann da eben rein. Aber gut, jetzt ist es halt so rum. Ist nicht weiter tragisch, man kann es auch so rumlassen. Man kann das Ganze auch super kompakt bauen. Dass die hier eben oben, unten, links, rechts, eben mit keinen Röhren dazwischen und nur wirklich da, wo es sein muss. Und auch ohne die One-Way-Geschichte, es gibt schon ein bisschen Möglichkeiten, wie man das noch kompakter bauen kann. Aber wir haben ja den Platz, daher nutzen wir den auch. Ja, hier das Stromding kommt nochmal irgendwann anders. Schön, einfach nur schön. Ja, ein bisschen was haben wir jetzt, ne? Können ja mal in der nächsten Folge gucken, wie viel wir dann tatsächlich zusammenbekommen haben. Ich gehe einmal nach Hause. Das kann man nämlich eigentlich eben nochmal kurz Dings hier wegbringen. So, Mese wieder weg. Zack. Der Rest bleibt im Inventar. Können wir hier ein bisschen Happa-Happa machen. So. Dann geht es dann hier auf den Aussichtsbusch. Und ich bringe bis zum nächsten Mal dann meine Mod in Ordnung, dass die nicht den Eimer verschluckt. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Haut rein. Tschö.